Ein herzliches Hallo aus Hamburg, wo ich mich befinde, weil ich heute Abend zum motherfucking Linkin Park gehe. Und ich kann das selber noch nicht so richtig fassen. Ich habe gestern beim Linkin Park Fan Event Tickets gewonnen. Ich bin schon seit Mittwoch hier, denn ich war auch auf dem Reeperbahn Festival. Das ganze Festival wurde schon so ein bisschen von dieser Linkin Park Sache geprägt, weil die ja kurzfristig irgendwie diverse Events angekündigt haben. Und gestern habe ich dann wirklich einfach Losglück gehabt und ein Ticket gewonnen. Wer das Reeperbahn Festival Video sehen will, das kommt. Aber jetzt gehen wir zu Linkin Park. Ich habe mir extra den Tag eingeplant, noch in Hamburg zu bleiben, weil ich auf jeden Fall versuchen wollte, irgendwie noch reinzukommen. Also wie gesagt, die haben ja die ganze Woche schon relativ aggressiv Werbung gemacht. Für das Wochenende ist ja Hamburg so die Linkin Park Hauptstadt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genannt haben. Wir sind während des Festivals irgendwann aus dem Hotel raus und haben schon gesehen, okay krass, die haben die komplette Reeperbahn zugepflastert mit Postern, Plakaten, Graffiti und allen möglichen. Und ich dachte schon so, ach du Scheiße, Linkin Park spielt einfach irgendwie ein geheimes Konzert auf dem Reeperbahn Festival. Dem war dann nicht so, aber es gab einige Aktionen auf der Reeperbahn und auch drumherum selber Straßenmusikanten. Es gab eine Drohnenshow, die leider etwas, naja, unterwältigend war, aber trotzdem hatte man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, man könnte irgendwas verpassen. Es wurden auch im Miniaturwunderland noch Tickets verschenkt oder versteckt, die man finden konnte. Da hatte ein Kumpel von mir, der Paul, Shoutout an der Stelle, weil wegen ihm habe ich heute Nacht noch einen Schlafplatz. Der war eine Minute zu spät, sonst hätte es da schon mit Tickets geklappt und ich dachte dann schon so, ja, okay, dann findet das Konzert halt ohne mich statt. Ich werde es vor der Halle probieren, bis dann gestern dieses Fan-Event in der Karaoke-Bar war. Und da konnte man dann Linkin Park Songs als Karaoke singen. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Auch wenn das mit der Verlosung an sich nichts zu tun hatte. Ja, dann kam diese Auslosung und meine Nummer wurde gezogen und ich kann das bis heute nicht so richtig glauben, wie viel Schwein ich hatte, da Tickets zu gewinnen. Boah, das ist so geil. Ich habe so brutal Bock. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das ist einfach auch der perfekte Abschluss für diesen gestörten Sommer, den ich hatte. Die Sahne und die Kirsche auf dem Eisbecher zugleich. Ich glaube, es wird komplett krank. Und ich nehme euch ein bisschen mit, weil ich so dachte, wenn ich jetzt schon die Tickets gewonnen habe, dann bin ich euch das als Community auch ein bisschen schuldig, dass ihr da ein paar Eindrücke davon kriegt. Wen interessiert, wie mein restlicher Sommer so war, der kann das gerne mal in der Playlist auschecken. Da findet ihr alle Videos, die schon rausgekommen sind oder noch kommen werden, weil ich komme leider aktuell einfach mit dem Schneiden nicht hinterher. 18 Festivals ist natürlich eine Ansage. Ansonsten treffe ich mich jetzt erstmal mit dem Danisch. Der ist nämlich meine Begleitung für heute Abend. Wir gehen jetzt noch was essen und dann geht's zur Halle. Und ich, Digga, ich komme einfach nicht klar. Das wird so geil. Ich bin aber in erster Linie einfach nur froh, dass ich jetzt an diesen Postern vorbeilaufen kann. Mit dem Wissen, dass ich nichts mehr verpasse, weil ich jetzt einfach zum Konzert gehen kann. Einfach Teil des Ganzen, ne? Das wird so gut. Aber wie findest du sie jetzt als neue Sängerin? Einerseits mega gut, andererseits auf jeden Fall auch noch Verbesserungspotenzial, ey. Also so ein bisschen, ich finde halt, die könnten ein bisschen mehr clean singen zwischendurch. Also so ein paar Songs, finde ich, haut so ein bisschen zu sehr, ja, das Power aus. Aber das beurteilst du jetzt anhand des Livestreams, oder? Ja, ja, klar. Ja. Ich glaube, der Livestream war halt für sie einfach so ein kompletter What the fuck-Moment, weil, ja, ne, erster Auftritt. Und ich glaube, da hat sie halt auch sich Druck gemacht, dass sie da auf jeden Fall alles raushauen muss, damit sie akzeptiert wird. Ich glaube, wir warten heute mal den Gig ab. Und die ganzen Scientology-Gerüchte und dies, das, ey, das schmeißen wir einfach mal beiseite, weil solange da nichts bewiesen ist oder was auch immer, Menschen machen Fehler, Menschen ändern sich. Auf Gerüchte verlasse ich mich in dieser Welt nicht mehr. Also außer, wenn es darum geht, noch Linkin Park Tickets zu gewinnen, dann nehme ich die Gerüchte sehr gern. Boah, Digga, ich bin so froh, dass wir einfach Sitzplätze haben und ja, Mann, da jetzt einfach keinen Stress machen müssen.
Digga, das erste Mal in meinem Leben, dass ich froh bin, keinen Stehplatz zu haben, ey. Ja, viel Spaß, wa? Ja, das wird wundervoll. Ich glaube auch. Kannst du mal runtergehen, die ganzen Bonzen da unten. Wieso, was sind da für Bonzen? Die haben die ganzen Logenplätze. Aha. Mach mich stolz. Ja, ich will einen Pit sehen. Also ich mache einen riesen Pit auf und dann wird er massiv für mich geschlagen einfach. So hören wir das gern. Perfekt. Machen wir so. Digga, bis dann. Bis dann. Viel Spaß. Aber dir auch, Mann. Also irgendwie ist das Ding so, dass Mitglieder des Linkin Park Underground privilegierten Zugang haben und irgendwie sich Bändchen abholen konnten und deswegen eher rein dürfen. Aber die Schlange ist halt trotzdem ultra lang und keiner blickt durch. Ich bin super froh, dass mir das scheißegal sein kann. Und jetzt hat sie sich immer das Gleiche. Also das Bunte sieht geil aus, ne? Der Rest holt mich nicht so ab. Digga, ey, was hier los ist. Tja, das wäre ich gewesen, ne? Wenn ich gestern nicht absolut... Also wirklich so knapp, weil so groß war das Los ungefähr. Ja, die Devise ist auf jeden Fall viel hydrieren, damit ich nachher ganz viel heulen kann und nicht umkippe dabei. Das Geile ist ja, dass heute nicht nur Linkin Park spielt, sondern als Support einfach motherfucking Grandson dabei ist. Und wie geil ich Grandson finde, das wisst ihr ja mittlerweile. Also halt auch eine gute Wahl als Support, weil der passt musikalisch dazu und der macht halt auch so Stimmung. Ich hab so Bock. Ist halt schon ein großes popkulturelles Ereignis. Da ist sogar das Staatsfernsehen da. Jetzt kommt langsam Bewegung in die Sache. Alter, wir sind einfach drin, ey. Scheiße. Digi. Fuck. Yo. Kann halt fett werden unten, kann aber auch genauso gut sein, dass da einfach nichts geht und Pits und so. Ja, Pit kannst du ja wirklich eigentlich nur in der Ecke machen. Wirklich, ne? Da oder halt hier vorne, aber naja, selbst gut, da ist halt Mitte, scheiße. So, ne? Da ja. Wird halt keiner sein. Sicher.
Also ich bin auf jeden Fall gerade sehr froh, dass wir oben geblieben sind, ja. Weil hier hatte ich auf jeden Fall ein bisschen Tanzfreiheit. Krank, war mir so warm. Bei Heather hat irgendjemand die Klimaanlage auf ganz kalt gestellt, ey. Da ist es mir ganz schön den Rücken runtergelaufen. Ich habe bestimmt schon einen halben Liter verloren und das war nur der Support, aber alter Grandson, Digga, der Typ ist einfach nur, der ist unnormal geil. Ich muss mich hier auch ein bisschen entschuldigen, Köln ist damit absolut wieder gut gemacht. Ey, du fandest den scheiße beim ersten Mal? Ich habe den in Köln gesehen und als Werke fand ich mich ein bisschen geil. Ich habe ihn in Montreal gesehen, in Leipzig, auf dem Open Flair und jetzt hier und zwar jedes Mal geil. Also vielleicht einfach einen komischen Abend. Aber man muss sich auf jeden Fall dran gewöhnen, dass er auf so einer großen Bühne steht. Ja. Aber was denkst du jetzt? Pit, ja oder nein? Auf sein Gegenteil. Ja. Ich glaub's halt auch nicht, ey. Also wenn bei Blattmore nichts geht, dann wandern. Es war echt wenig Bewegung, ne? Let's go!
ab! Also Fort Minor habe ich nicht kommen sehen. Ja, überhaupt. Krank. How are you? Me too, me too. That's how I feel. Möbelrücken. Digga, ich bin komplett nass einfach. Was ist hier los? Digga, das ist so. Also, ich habe auf dem Sitzplatz noch nie so sehr geschwitzt.
Someone pour it in. They can't
Ich habe 7-mal geheult. Das war die gestörteste Scheiße des Jahres. Tega. Die sind so back einfach nur. Also. Die Crown ist in Dude Heavy. Aber Emily, starkes Ding. Und alle Hater, die hier irgendwelche Scheiße anhängen wollen. Wir wissen alle, dass Chester weg ist und Chester fucking nochmal fehlt. Aber das Leben geht halt nun mal weiter. Und damit müssen wir alle leben. Freut euch einfach, dass sie wieder da sind und haltet eure Fresse. Also ich kann ja verstehen, wenn man irgendwie Schwierigkeiten damit hat, das zu akzeptieren. Aber Leute, wie gesagt, das Leben geht halt nun mal weiter und es ist arschgeil. Also von wegen Linkin Park Coverband am Arsch. Die rocken so dermaßen die Hütte, es ist einfach nur geil. Deswegen hat mich komplett zerstört. Alter, du hast bei Emptiness Machine, da hattest du was mit dein Zutun, oder? Bei dem Pit? Ja, ey, der Pit war, also wir haben den geöffnet, weil es war beim dritten Lied, glaube ich, ging der auf. Bei Emptiness Machine war alles vorbei und bei Faint, ich glaube, bei Faint habe ich einen Zehnagel verloren. Aber ja. An sich war alles gut. Ey, ich aber war sehr Pit, stolz auf dich, Mann. Der Pit war einfach, ja. Du hast zwar gefehlt, aber der Pit war wunderschön. Der Pit war, Leute, geht zu Linkin Park Konzerten und macht den Pit auf. Unbedingt, Alter, macht den Pit auf. Alter, wie scheiße geil war das. Und nicht wenige, das war... Unbeschreiblich, ich komm nicht, ich werde nicht fertig. Ey, war das geil, war das geil. Triss, zeig mal. Ich hatte das Ganze schon schön gesagt. Also, ich habe 7-mal geheult. Ja, komm hin. Und das, was ich nie geheult habe, habe ich rausgeschwitzt. Selbst auf dem Sitzplatz, wohl bemerkt. Selbst das, was Emily angeht, aber. Also, geisteskrank. Also, Emily. Ich fand sie von Anfang an. Ja, ich meine, ich war vor dem Konzert, wussten wir alle nicht so richtig, wie viel. Ja, live so, aber live einfach. Geisteskrank. Bombe, also. Aber fandet ihr es auch ein bisschen schade, dass es nicht ein Hint von Chester irgendwo gab? Ja, aber irgendwie fand ich es auch. Also, ja, schade schon, aber. Ich verstehe es auch, wir wollen ja was Neues machen. Ja. Richtig. Und ich meine, das bringt ja auch eine ganz andere Stimmung rein, wenn man dann irgendwie noch. Also. Fair genug, sie haben auch nicht One More Night oder sowas gespielt. Das muss ja schwierig. Dann musst du es auch weg. Also wenn du nichts dazu sagst, dann musst du es auch weglassen. Und ich glaube, man muss auch Chester nicht ins Gedächtnis rufen bei den Leuten, die da auf dem Konzert sind. Also ich glaube, wenn so ein exklusives Konzert da kommen, noch enden. Deswegen, da ist jeder, glaube ich, traurig genug, dass Chester nicht mal verrückt wird. Also. Die haben die dümmsten Tracks auf jeden Fall. Die haben die dümmsten. Lappe drauf, die dicke Schweizer Käse. Tja, Leute, das war's von Linkin Park. Der Festival Sommer 2024 ist damit offiziell beendet. Dieses Konzert war einfach die Kirsche, die Sahne, das Eis und der Becher zusammen. Also das hätte keinen besseren Abschluss geben können. Das war eines der geilsten Konzerte, die ich je erleben durfte. Und ich kann immer noch nicht fassen, wie viel Schwein ich einfach hatte. Das war der gestörteste Sommer meines Lebens, auf jeden Fall. Ich bin einfach sprachlos, was ich... diese Woche schon wieder erleben durfte, was ich diesen Sommer erleben durfte. Es ist einfach Wahnsinn. Wenn euch das interessiert, was bei mir diesen Sommer sonst so ging, dann checkt mal hier die Playlist aus. Da findet ihr alle Videos von meinen 18 Festivals diesen Sommer. Hier seht ihr, wie ich zu den Linkin Park Tickets gekommen bin und wie das Reeperbahn Festival so war. Und ansonsten hier einfach mal abonnieren, um keine geilen Videos aus der Live-Branche mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Pete und wir sehen uns im Pit.